Zusammenhalt zählt. Meine Bank macht Freude. Hallo Sabrina. Hallo. Hi. Hier ist Johannes von Aktion Lebensfreude. Wir sind noch ein bisschen, kannst du dein Herz... Sehr gut. So, ja. Jetzt sind wir mehr auf einer Ebene, das ist toll. Wir wollten uns kurz melden, weil ich sitze ja auch in der Jury. Wir haben viele Meldungen bekommen von Menschen, die sagen, boah, ist gerade ein bisschen dünn in Corona-Zeiten, wir bräuchten ein bisschen Hilfe. Du bist eine von vielen und sagst, A, würdest du gerne einen Bildungskredit anzahlen? Genau. B, Urlaub machen, kann ich gut verstehen nach dem Stress in den letzten Wochen. Und C, gleich mal 2.000 Euro von den 5.000 Euro gewinnen, die du dem NABU geben würdest. Genau. Erzähl, warum dir das so wichtig ist. Mir ist es, also NABU kenne ich über meinen Bruder eigentlich. Mein Bruder ist Veganer und er setzt sich auch schon Ewigkeiten für Umwelt und alles Mögliche ein. Der ist auch Mitglied im NABU. Ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Man sollte es vielleicht auch einfach mal machen. Ich bin dann eher so, dass ich dann sage, ich spende ab und zu mal und nicht so regelmäßig, dass ich sage, ich bin hier als Mitglied. Mir ist es aber aktuell gerade wichtig, wenn man dann immer mal so Nachrichten hört, was dann so los ist und wenn man das dann mitkriegt, dann wird dann schon so ein bisschen, also mir persönlich so ein bisschen flau. Ich weiß dann auch gar nicht, was ist mal in 20, 30 Jahren, vor allem, was ist mal, wenn ich vielleicht irgendwann mal Kinder und Enkel und wie leben die Enkel vielleicht mal in 50 Jahren, also ich finde das schon sehr bedenklich. Und ich finde es dann wiederum gut, wenn sich da halt viele Organisationen einfach auch einsetzen. Und bei dem NABU gefällt mir, dass sie sich halt auch sehr viel deutschlandweit auch einsetzen. Wir haben ja auch, oder europaweit, wir haben ja auch in Europa Probleme mit Abholzungen und allem Möglichen. Ja, wir haben überall Probleme in Sachen Umwelt, leider. Genau. Ich meine auch in der Welt, überall, aber halt auch in Deutschland, das gefällt mir. Beim NABU finde ich es auch, dass sie, die sind nicht so aufdringlich. Sie existieren, sie sprechen Themen an, aber jetzt im Gegensatz zu anderen Organisationen stehen sie nicht in der Fußgängerzone, genau, und sagen, schüttel, schüttel, Geld rein. Überall dran und also man muss schon Aufmerksamkeit, aber vielleicht auch auf eine andere Art und Weise. Und das gefällt mir halt gerade beim NABU so gut, dass sie das auf eine nicht so ganz aufdringliche Art und Weise machen. Und das hat uns ganz gut gefallen hier in der Jury von der Aktion Lebensfreude, weil das, was du sagst, das denken wir ja alle, ne? Ha, man müsste mal was tun, man müsste mal was spenden. Und du sagst nicht nur, man müsste mal was spenden, sondern ich spende 2.000 Euro. Von daher kannst du da gerne schon mal anrufen und sagen, Leute, ihr bekommt 2.000 Euro von mir, weil du bekommst von uns, von der Sparda-Bank, 5.000 Euro Corona-Hilfe. Okay, cool. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das finde ich schon ziemlich cool. Freue ich mich. Glückwunsch. Das heißt, wenn die 2.000 Euro für den guten Zweck weg sind, sind noch ganz schön viel. 3.000 Euro da für einen coolen Urlaub zu zweit. Du hast ja auch geschrieben, du willst deutsche Hotels unterstützen. Das kann man da schon ordentlich machen. Das ist cool. Das ist krass. Okay. Das freut mich. Freut bestimmt auch den NABU. Ja, freut den NABU, freut die Umwelt. Die Sparda-Bank findet es eh immer super gut, für die Umwelt was zu tun. Bei uns gibt es auch immer einen Baum pro Kunde, der was in Nachhaltigkeitsfonds investiert in Hessen. Und mit den 2.000 Euro kann man noch mal ein bisschen mehr machen. Also super cool, freu dich, genieß es und denk bei jedem Baum, den du siehst, du hast einen Mini-Anteil dafür getragen, dass der weiterhin existiert. Ich hoffe, dass die ganze Welt auch noch in 100 Jahren existiert. Das wäre schön. Das ist cool. Dankeschön. Sabrina, genieß das Geld, genieß den Sommer. Bis bald in dieser kleinen Welt. Super, cool. Alles klar. Dann tschüss.